Guten Abend hier im Kino des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt. Ich begrüße Sie zu meiner Carte Blanche. Ich sitze jetzt hier, weil um die Familie so laut ist, in meinem Arbeitszimmer. Das sieht so ein bisschen aus, wie als ob ich hier eine Dreisat-Kulturjournalsendung machen würde. Aber es bleibt nichts anderes übrig, als ein paar der Einführungen, die ich mache, jetzt von hier aus zu machen. Der erste Film, den ich ausgesucht hatte, war Rote Sonne von Rudolf Thomé. Ich habe immer, während ich sehr jung war und fast täglich ins Kino gegangen bin, die Münchner Gruppe um Klaus Lemke, Max Zielmann und Rudolf Thomé ein wenig so, das waren meine Lieblingsregisseure aus Deutschland, weil sie das amerikanische Kino geliebt haben, weil sie sich nicht ihrer Liebe geschämt haben und die Liebe und das amerikanische Kino nicht nachmachten, sondern ihre Liebe zum amerikanischen Kino gefilmt haben. Rote Sonne von Rudolf Thomé ist eine ganz tolle Geschichte, weil es geht um ein paar Frauen, die zwar mit Männern zusammen sind, aber nur 5 Tage zusammen sein dürfen, weil wenn die Liebe anfängt, fängt die Macht an und das darf nicht passieren. Und deshalb werden die Männer, wenn man sich nicht von ihnen trennen kann, getötet. Und in diesem Film spielen der von mir so geliebte Marquard Bohm, der viel zu früh gestorben ist, und Uschi Obermeier, das Liebespaar. Aber ich möchte an eine Schauspielerin erinnern, die noch lebt, ja, und zum Glück noch lebt, die Anna Körner, die eine von diesen Frauen spielt und die ich Jahre später dann in Barry Lyndon von Stanley Kubrick gesehen habe. Eine fantastische Schauspielerin, die, und das ist vielleicht das Dilemma des deutschen Kinos oder zumindest des Autorenfilms, dass es nicht geschafft hat, sich eine Anzahl von Schauspielern wie ein Ensemble, wie ein immerwährender Cast, bis auf Fassbinder, der das geschafft hat, mit denen im Grunde genommen eine Kulturgemeinschaft zu bilden oder ein Ensemble zu bilden, was viele ja, Amerikaner, Italiener und französische Regisseure und Regisseurinnen ja geschafft haben. So, ich wünsche Ihnen viel Spaß mit Rote Sonne. Ich würde ihn selber jetzt gerne sehen. Und kann aber nicht, weil ich hier in Berlin in meinem Arbeitszimmer hänge, und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Dankeschön.